Yo, Clarence hier mit einem weiteren Klassiker aus den 90ern, beziehungsweise einem Remake davon. Die Rede ist von Rise of the Triad, dem inoffiziellen Nachfolger von Wolfenstein 3D. Und das Besondere damals an dem Spiel war, dass es extrem blutig war und extrem schnell. Also die Körperteile sind einem nur so im Sekundentakt um die Ohren geflogen. Das nächste Problem an dem Spiel ist, es ist extrem schwierig. Deshalb verlieren wir keine Zeit, starten ein neues Spiel auf normal diesmal, denn ich habe keinen Todeswunsch. Und wir nehmen ja Tarantino, weil Ian sieht Gronkh ähnlich und da kriege ich einen Brechreiz. Also starten wir mit Tarantino Cassette. Apogee Software, genau. Ich kann mich erinnern, die sind kurz darauf bankrott gegangen nach dem Spiel. Nicholas Island. One year in the future. Kein Wunder. The UN has proof that a rogue organization und die obligate, irrelevante Backstory. Nicholas Island, off the coast of California. Leider gibt's keine Untertitel, weder the Deutsch noch Englisch. High risk United Nations task force has been sent in to investigate. Aber es ist ziemlich scheißegal. This top secret paramilitary unit has never been called upon until now. Spielt keine Rolle. Es geht nur ums Schießen auf alles, was sich bewegt. The Triad has recently claimed responsibility for major terrorist attacks upon several world powers. And the UN has reason to believe they are planning something even bigger. Ja, beeilt euch. The Hunt kicks the military installation. Multiple guard towers, electrified fencing, searchlights, massive firepower. Yeah, I would say this is their base of operations. Das Spiel ist auch sehr raketenwerferlastig. Das heißt, wenn man länger als 5 Minuten keinen Raketenwerfer in der Hand hat, dann hat man irgendwas falsch gemacht. Voice Acting ist ja ganz in Ordnung. Aber sonst. Das Budget hat nicht für eine ordentliche Cutscene gereicht. Tower Watch. Focus the light on the lagoon. I thought I saw something. Yes, sir. Intruders! Enemy boat spotted in the lagoon. Die blaue Lagune schwappt zurück. Damn it. We've been spotted. Get to cover. Cover ist für Pussys. Die Geräusche sind angeblich direkt aus dem Originalspiel übernommen worden. Zumindest klingen sie danach. Double time it. Back to the boat. Kann ja heiter werden. Ah. Der erste Raketenwerfer. Was that the boat? Whoa, let's get the hell out of here. Shit! Change of plan. We're going to have to infiltrate the base and try to get a message back to HQ. Genau. Here, take this. Remember, you. Was? Ich hab nichts gedrückt. Bin allein losgegangen. Episode 1, Level 1. Okay, wir versuchen unser Glück. Es ist auch sehr wichtig, so viel Secrets wie möglich zu finden, weil das erleichtert das Leben doch ungemein, würde ich mal sagen. Ich glaube, ja, this is not a secret. Das ist übrigens die Gesundheit, das sind so Priester-Eintöpfe. Los, geh hoch! Geht nicht hoch. Und wenn man sie mit dem Flammenwerfer röstet, dann geben sie noch ein bisschen Gesundheit extra. Ha! Ausgedrickst. Ja, das war einfach. Die Knarre hier, das MG hat unendliche Munition, wie ich sehe, rechts unten. Also macht es auch keinen Sinn, glaube ich, zu reloaden. Ja, hast du ausgestöhnt. Das Schwierigste ist übrigens herauszufinden, aus welcher Richtung man überhaupt beschossen wird. Lecker. Da gehe ich gleich das Secret auf. Oh. This baby could put a smile on anybody's face. Genau. Da lacht der Clarence. Du auch noch? Jeder kriegt einen. Oh, gerade noch. Was? Besser ist es, auf den Boden zu schießen. Wie das damals so üblich war. Alright, goodies. Die Framerate ist erstaunlich schlecht für die Grafik.
Ich meine, ich spiele mit einer GTX 680. Einem 4 GHz. i7. Also es sollte eigentlich flüssiger laufen. Oh, diese Jump Pads sind auch von enormer Wichtigkeit in dem Spiel. Was? Oh, ey. Mal aufpassen, dass man sich nicht selbst in die Luft jagt. Da ist ein Schalter, der macht dann das Gitter hier auf, verstehe. Ja, schieß da! Den muss ich auf konventionelle Art und Weise runterholen. Uiuiui. Ah, sehr gut, Gesundheit. Hast du dir den Rülpser verdient? Au! Oh. Wo geht's da rauf? Ich will da rauf. Was? Spray and pray, okay. So, benutzen wir mal das erste Jump Pad hier. Daneben. Ging's da nicht irgendwo rauf? Per Treppe. Nein! Mann, das ist ganz schön pingelig. Ach, leck mich doch. Ich glaube, da geht es irgendwo anders noch rauf. Scheiße, mein altes Problem. Ich habe mich schon wieder verlaufen. Da ist zu. Das sieht sehr nach Geheimbereich aus. Aha. Da geht's weiter. Aber ich will eigentlich noch nicht weiter. Ich will da rauf. Ja. Hast du sie noch alle? Lass mich doch bitte da rauf, Mann! Das kleine Jumppad, wie soll ich das treffen bei der Geschwindigkeit? Man kann auch nicht langsamer. Schau, ich springe immer eins zu viel. Meiner Meinung nach nicht möglich. Vielleicht geht's auch so. Also die Sprungtaste ist wirklich für den Arsch. This baby could put a smile on anybody's face. Oh Gott, da wären Treppen gewesen. Siehst du? Ich hab's ja gewusst. Alles umsonst. Oh Gott. No? Ich glaube, ich muss wieder einen Aufzug nehmen. Wer beschießt mich? Wer? Schau, wo? Wo? Genau vor mir. Wie ist der da hingekommen, Mann? Kann mir das erklären? Je mehr Punkte, desto besser. Früher hat man Spiele noch der Punkte wegen. Der Punkte wegen gespielt. Ich kann nur einen. Was ist denn das? Ein Granatwerfer oder was? Ich glaub was. Es sieht nach Granatwerfer aus. Meistens ist es dann auch ein Granatwerfer. Hey, da ist auch ein Goodie. Aha. Ihr wolltet was verklärendes verstecken, hä? Habt ihr die Rechnung ohne den Wirt gemacht? Ich glaube, ich hab so ziemlich alles hier. Oder ist da noch was? Nee.
das dein Ernst? Wow. Ziemlich ineffektiv, würde ich sagen. Ah, da haben wir schon diese Jump Pads. Schau mal. So geht das. Brauche ich. Ist ein bisschen fummelig, die Steuerung. Aber gut. Jetzt weiß ich nicht, wo es weitergeht. Da. Oh Gott, ich habe den Alarm ausgelöst. Leck mich! Wow! Also. Das nenne ich Blutfontäne. Hier mit den Münzen. Ich bin ein Münzsammler. Wie heißen die? Ornithologen? Nein, das sind die Vogelsammler. Oh! Beherrsch dich! Wir gehen auch nach oben. This baby could put a smile on anybody's face. Genau. Oh! Da. Arsch. Drüben sind noch ein paar Münzen, glaube ich. Jawohl. Keine nur, aber. Au. Was? Ja, wie gesagt, das Schwierigste ist herauszufinden, wo die Schüsse überhaupt herkommen. Ja, klar hast du das überlebt. Die Rakete ist einen Zentimeter vor deiner Fresse eingeschlagen. Du hast es überlebt, natürlich. Oh, schon wieder. Mann. So gut war die Suppe auch nicht. Sieht auch aus. Wow. Die Schinken. Rinderhälfte. Darauf? Kann gut sein. Wo? Oh, da steht. Ungünstig. Nehmen wir den Lift. Aha. Daneben. Also das mit den Pads ist schon arschmäßig gelöst. Man muss perfekt oben stehen. Und fällt bei der besten Gelegenheit sofort wieder runter. Bei der erstbesten. Schau! Schau dir das Rindvieh an! Mann! Oh, das Spiel war immer für Tobsuchtsanfälle gut. Da kann ich mich gut erinnern. Also wenn du bei dem Spiel keinen Tobsuchtsanfall bekommst, dann hast du wirklich starke Nerven. Gehen wir zuerst da noch auf. Da habe ich sicher jetzt ein Kilo Secrets übersehen. Nicht leicht, die ganzen Secrets zu finden. Wir haben sie wirklich gut versteckt. Werdet ihr gleich sehen. Nur 5 von 11 habe ich gefunden. 145.000 Punkte. 3 Sterne. Schwach. Ich weiß. War mein erster Versuch.